Hi, ich bin der Günther, ich komme heute mit meinem Bruder. Willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo auf meinem Kanal. Gab's schon relativ lang nicht mehr, aber jetzt will ich mal wieder ein bisschen was da raushauen. Es geht an sich um den folgenden Monat, den März, der am Freitag beginnt. Weil dieser Monat, der März 2019, soll der bisher beste Monat für Günther aus der Dönerbude werden. Ich werde viel Neues haben. Ich werde diesen Monat auch allgemein privat. Wird richtig viel für mich passieren. Es wird richtig cool. Ich bin jetzt schon auf zwei Geburtstagsfeiern eingeladen. Einmal habe ich selbst. Ich bin auch dazu verabredet, zum Beispiel mit dem Fragezeichen-Man auf ein Video zu reacten. Bin mal gespannt, was das wird, denn er will mir nicht verraten, was es ist. Das macht mich jetzt schon gespannt. Und der Kanal selber wird auch, es wird viel kommen im März. Vor allem am 16. März, meinem Geburtstag. Für dort habe ich zwei große Videos an, die kommen werden. Einmal eine Ankündigung. Egal wie dumm es klingt, sobald es kommt, werdet ihr verstehen. Und zwar wird um ziemlich genau Mitternacht, also der frühestmögliche Zeitpunkt des 16. März, ein Video online kommen mit meinem nächsten Adventskalenderprojekt und Erklärungen dazu. Ja, im März, das Adventskalenderprojekt. Haltet mich für blöd, ihr werdet es noch verstehen. Und noch am selben Tag, dann gegen Abend, vermutlich in einer Premiere um 20.15 Uhr, wird es losgehen. Die Walross-Edition Returns wird um 20.15 Uhr beginnen mit der ersten Folge. 16. März. Wer sich drauf freut, streicht euch den Tag im Kalender an. Hier, auch wenn man das jetzt wahrscheinlich nicht so hört und sich nicht so viel vorstellen kann, das sind die ersten Seiten, die ich mir ausgedruckt habe, damit ich gleich nach diesem Video die erste Folge aufnehmen kann. Schließlich muss ich die ja auch irgendwann mal machen, wenn ich die am 16. pünktlich hochladen will. Außerdem, das ist noch nicht sicher, es gibt zwei Spiele, ein Spiel und eine Fortsetzung von einem Spiel, von denen ich bis vor kurzem noch nie etwas gehört habe. Weil ich habe sie kennengelernt und boah. Es kann sehr gut sein, dass im März dadurch ein weiteres Let's Play startet. Auch wenn ich im Moment sehr viel habe. Auch wenn einiges pausiert ist. Auch Poketail werde ich gucken, dass es bald weitergeht, will aber nichts versprechen. Pokémon Smaragd ist fürs Erste pausiert und Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers an sich auch, weil ich einfach nicht genug Aufnahmetermine zusammen mit dem Fragezeichen-Man finde. Aber an sich wird zum Beispiel dann auch ab meinem Geburtstag Nintendo Switch Online-Content kommen, wo ich dann sicher auch einiges an Smash mal zocken werde, weil ich mir dann endlich mal Switch Online genehmige. Und so wird der März für ein sehr guter Monat für Günther aus der Dönerbude. Und in dem Moment, in dem Tempo, in dem im Moment die Abos reinregnen, könnte sich im März schon einiges erreichen lassen. Wenn das Tempo sich aufrecht erhält, würden wir auf jeden Fall die 90 voll machen. Mit den 80 bin ich mal gespannt. Schaffen wir die 80 noch im November? Moment, was? Ja, ich habe gerade nicht November gesagt, das hat sich nur so angehört. Im Februar. Wir haben heute den 26. Und ein einziger fehlt noch. Wenn du da draußen noch kein Abonnent meines Kanals bist und dich freust auf das, was kommt, dann lass doch mal ein Abo da. Und wer weiß, ich rechne im Moment damit, was ich wirklich richtig nice fände, wenn Günther aus der Dönerbude in 2019 die 100 Abonnenten-Marke knackt. Wer weiß, wir werden alles sehen. Ich muss mich jetzt langsam aufmachen, um das Adventskalender-Video und die Walross-Edition Returns aufzunehmen.
Vielleicht werden wir uns ja bei einem dieser Videos sehen. Euch noch einen schönen Tag.